Schön ist für mich eigentlich das, was ich mir vorm Malen noch nicht vorstellen kann. Also das entdeckte Motiv, was während dem Prozess zum Vorschein kommt und mich überrascht. Da meine Bilder aus dem Prozess entstehen, gibt es immer wieder Punkte, an denen die Bilder dabei sind zu kippen. Und häufig ist der Moment, in dem ich denke, dass ein Motiv kaum noch zu retten ist, der Punkt, wo es wirklich spannend wird und was entsteht, was ich mir vorher noch nicht vorstellen konnte. Also an sich kann alles ein spannender Bildgegenstand werden. Was mich zieht, sind Farben, Oberflächen, Licht.